fast 7 Millionen Menschen müssen in Deutschland mit einem Lohn unter 8,50 Euro auskommen. Wir wollen deshalb einen gesetzlichen Mindestlohn einführen. Wer möchte, dass es in Deutschland endlich diesen flächendeckenden Mindestlohn gibt, muss SPD wählen. Im Durchschnitt verdienen Frauen rund 22% weniger als Männer. Wir finden das ungerecht und wollen das mit einem entsprechenden Gesetz ändern. Wer möchte, dass endlich in Deutschland Frauen und Männer das Gleiche verdienen für die gleiche Arbeit, der muss SPD wählen. 71% der Kinder von Akademikern gehen später auf die Universität. Aber nur 24% der Kinder aus Arbeiterhaushalten schaffen es später bis auf die Uni. Wir glauben nicht, dass Arbeiterkinder dümmer sind als Akademikerkinder. Wir wollen Chancengerechtigkeit. Deshalb wollen wir investieren in bessere U3-Betreuung, in Ganztagsschulen, in mehr und bessere Ganztagsschulen. Die Investitionen in Bildung, U3-Betreuung, in Forschung, in eine bessere Infrastruktur, sei es Breitband, Internetanschlüsse oder sei es bessere und modernere Straßen, die kosten viel Geld. Das muss man ehrlicherweise sagen. Und man muss ehrlicherweise sagen, wo das Geld herkommt. Deshalb wollen wir den Spitzensteuersatz für diejenigen, die als Single mehr als 100.000 Euro verdienen und diejenigen, die als Verheiratete mehr als 200.000 Euro im Jahr verdienen, auf 49% erhöhen. Das ist maßvoll und betrifft nur 5% der Steuerzahler. Wir finden das in Ordnung. Wer möchte, dass in Zukunft die Investitionen in Deutschland auch wirklich stattfinden und bezahlt werden können, muss deshalb SPD wählen. Zum Schluss habe ich noch zwei Bitten an Sie. Gehen Sie auf jeden Fall wählen. Und meine letzte Bitte, wählen Sie die SPD, wählen Sie mich als den SPD-Direktkandidaten im Kreis Düren, damit es in Deutschland in Zukunft gerechter zugeht. Vielen Dank.